Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir versuchen uns heute wieder an der Technik Mokume Nendo. Und ja, das ist mein Part 2. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Für dieses Projekt benötigen wir Fimo Neon Pink, Pistazien, Neon Blau und Neon Gelb, wie ein wenig Blattgold und Ohrstecker wären auch von Vorteil. Genau, die rollen wir dann glatt aus, teilen sie genauso auf, Neon Pink, Pistazie, Neon Blau, Pistazie und Neon Gelb. Alles übereinander stapeln, Rosa sollte nach oben schauen, in der Mitte teilen, wieder darauf stapeln, wieder ausrollen, dann sieht das ganze Ding so aus. Jetzt ist die Rückseite natürlich nicht so vorteilhaft, daher rolle ich noch ein wenig weiß aus, das ist dann quasi die unterste Schicht, die kommt jetzt einfach noch darüber. Ich wische es noch ein wenig mit einem Feuchttuch ab, weil noch ein paar Fussel oben waren und dann rolle ich noch einmal darüber, damit es schön glatt ist. Wer mich noch nicht abonniert hat, sollte dies jetzt tun. Ich mache gefühlt alle 1000 Jahre ein Video, es zahlt sich also aus, weil ich nicht sehr regelmäßig poste und es gut ist, wenn man erinnert wird. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Ja, so sieht unser Burger Patty jetzt aus. Wir rollen auf der Oberseite natürlich auch noch ein wenig glatt, den Roller putzen, bevor du drüber rollst, das ist immer von Vorteil. Ja, das reicht eigentlich schon aus. Es kommt schon ein bisschen gelb durch, sollte man jetzt lassen. An den Kanten schneide ich so weit weg, dass man alle Schichten noch gut sehen kann. Nicht zu weit, sonst bleibt ja nichts mehr übrig. Das ja, war jetzt logisch. Entschuldigung. Was lieben wir? Reste lieben wir. Reste sammle ich bis zum Umfallen, so lange bis sie mich nerven und ich dann ein Riesenprojekt ausmache. Aber immer auf ihm, immer gut, immer toll. Wenn du es lange genug ausrollst, kommt nämlich sogar eine neue Farbe daraus. Okay, nun verwenden wir den Zahnstocher. Den drücken wir ganz fest rein. Es soll einen guten Abdruck ergeben. Kann ruhig ein bisschen gelb schon durchkommen, kein Problem. Den Zahnstocher, ich hätte auch einfach ein paar Zahnstocher nehmen können. Nein, ich mache es wieder oberkompliziert und nehme einen Zahnstocher. Für dich als Hinweis, nimm einfach mehr. Alle gleichzeitig rauf, einmal mit dem Roller drüber, fertig. Ja, ich kann ja gar nicht hinziehen, ne? Okay, so. Was aber dann wichtig wäre, ist zu wischen. Und die Wischtechnik kommt jetzt. Ich ziehe hier durch. Drücken und ziehen. Und nochmal. Drücken, ziehen. Nicht so fest, sonst reißt es ein. Vorsichtig, vorsichtig. Super. Perfekt. Wonderful. Okay, sieht aus wie ein echt dezent hässlicher Spinnennetz. Ja, okay. Und jetzt wischen wir auch unsere gedrückten Seiten. Jetzt drücke ich schon langsam so tief, dass man echt das Gelb schon gut durchsieht. Das wäre jetzt das Zeichen aufzuhören, aber sie streicht weiter. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Ist jetzt kein Fehler, aber ich glaube, es wäre vernünftiger gewesen, hier nicht mehr weiter zu wischen. Trotzdem muss ich an dieser Stelle sagen, es ist etwas geworden und ich bin stolz drauf und es sieht gut aus. Also es ist nicht verwerflich und wir kommen nicht in die Hölle dafür. In wenigen Sekunden sehen Sie wundervolle Naturaufnahmen. Nicht. Okay, und jetzt eine dünne Schicht von oben wegschaben und ein traumhaftes Muster entdecken. This is the satisfying point. Nicht. Riesenstück abgeschnitten. Fail. Keine Panik, ich zeige euch gleich, was passiert. Das passiert mir fast immer, dass ich ein zu großes Stück wegschneide. Mittlerweile habe ich einen super duper Trick. Und zwar verwende ich einfach die Reste. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin halt leider immer neugierig und will wissen, wie die nächste Schicht aussieht. Und dann sieht die meiste Zeit die Schicht nicht gut aus und ich muss sie wieder auffüllen. Aber kein Problem, wir haben tolle Reste. Und diese Reste kleben wir einfach auf diese schöne weiße Fläche. Ja, mich hat es dann gepackt und ich habe dann so ziemlich an alle Stellen noch Reste geklebt und eigentlich ist das ganze Ding eine Resteplatte geworden. Aber das Ergebnis zählt. Ne?
Das ist die Hauptsache, oder? Es hat funktioniert. Zeit für eine Faltenglättung. Glatt ausrollen, bis es komplett glatt ist. Das Muster wird sich jetzt auch noch ein wenig verformen und vergrößern. Ja, an dieser Stelle kannst du dir schon deine Ausstecher rauskramen und schauen, was dir am besten gefällt, denn wir benötigen sie jetzt. Ich habe mir natürlich noch eine Oberlehreraufgabe für euch ausgesucht. Ich steche jetzt noch ganz kleine Kreise aus dieser Plattform aus und die ersetzen wir dann durch goldweiße Kügelchen. Ja, ich weiß. Wir werfen in unserem Haushalt sowieso nichts weg, aber die inneren Kügelchen schon gar nicht, denn das sind eigene Ohrstecher. Jetzt die runden Formen noch ein wenig streicheln, die benötigen auch ein wenig Liebe. Und so gehen auch ein bisschen die Ränder weg, also die werden dann nicht mehr so ausgefranst. Das mögen die ganz gerne. Einfach lieb sein zu ihnen und sie werden es dir danken. Unsere Oberlehreraufgabe benötigt auch noch ein wenig Zuwendung. Mit einem Pinsel, also mit der Rückseite des Pinsels, steche ich mir die kleinen Kügelchen aus. Die benötigen wir jetzt tatsächlich nicht mehr, die kommen in unsere Restekiste, wer hätte es gedacht. Und da kommen dann unsere goldenen Kügelchen rein, die wir jetzt gleich machen werden mit Blattgold und weißem Fimo. Wie bereits angekündigt, rollen wir uns nun weißes Fimo aus, verwenden Blattgold, legen wir einfach darüber, rollen dann wieder aus und die Ränder kannst du einfach abziehen und wieder verwenden. Du musst natürlich nicht so eine große Menge wie ich machen, aber ich habe mir gleich mehr ausgerollt, damit ich später dann ein paar goldene Kügelchen auf Reserve habe. Jetzt füllen wir die Löcher einfach wieder an. Jetzt rolle ich noch einmal drüber, damit das Ganze auch glatt ist und gut zusammenhält. Und mit einem Ausstecher hole ich mir meine alte Form wieder retour. Ja, meine Genehmigung hast du. Du kannst das Ganze jetzt für 30 Minuten bei 110 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen stecken und wenn es abgekühlt ist, können wir es eine Runde schleifen. Gibt von Fimo echt cooles Nassschleifpapier. Keine Werbung. Das Teil hier ist eigentlich zum Schleifen von Hundenägeln. Ich finde das aber so genial zum Basteln, ehrlich. Lieben wir. Lieben wir. Der beste Chlorlack ist der Chlorlack von Fimo.
Es gibt aber auch noch UV-Racing. UV-Racing ist auch wirklich toll zum Bestreichen. Es kann aber sein, dass es dann ein wenig klebrig ist. Drum blieben wir Glanzlack von Fimo, weil dieser sehr, sehr schnell trocknet. Innerhalb von 3 Stunden kannst du dieses Teil wieder anfassen. Ja, und mit so einem kleinen chinesischen Handbohrer, ja, das ist kleine Kinderware, bohre ich mir kleine Löcher ins Fimo. Geht super easy, ist schnell gemacht, sieht präzise aus. Mögen wir. Ja, jetzt kommt der Part, wo du hoffentlich keine schönen Fingernägel hast, beziehungsweise überhaupt Fingerspitzen oder Kuppen, die du benötigst, denn jetzt kommt der Sekundenkleber ins Spiel. Wir kleben unsere Ohrstecker auf diese Fimo-Teile und das kann herausfordernd sein. Ja, falls du dich schon gefragt hast, wo meine Reste hinkommen, diese kleine Dose. Thank me later. Meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und besucht mich gerne beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in 1000 Jahren kommt ein neues Bastelvideo raus. Tschüssi! I don't wanna
schon lange.